einfach jenen eine Stimme schenken, über die normalerweise geredet wird daheim, weil sie in ihrem Anderssein plötzlich gleich sind. Ich habe gemerkt, wie euphorisch und dankbar sie waren, dass sich jemand für sie interessiert. Aussicht, dass wenn man so ganz tief das Gefühl hat, das ist cool. Mut Talks. Ein Podcast der Mutmacherei. Ihre Molla lädt zum Gespräch. Liebe Delna, ganz herzlich willkommen am Mut Talk. Ich freue mich unglaublich, dass du so lieb bist und dir die Zeit nimmst und mit mir heute über das Biber sprichst. Du bist Chefredakteurin vom Biber. Und ich möchte vielleicht auch kurz offenlegen, woher wir uns kennen oder nicht kennen. Wir kennen uns eigentlich noch gar nicht. Ich habe dich quasi entdeckt bei der Preisverleihung der nachhaltigen Gestalter und Gestalterinnen 2020. Da habt ihr einen Preis gewonnen und da habe ich mir dann gedacht, hey, das wäre doch spannend. Mir ist das Biber zwar ein Begriff, ich muss aber gestehen, ich habe es nicht laufend gelesen, nicht ausreichend am Radar gehabt. Und wie du gesprochen hast, habe ich mir gedacht, hey, das wäre doch super interessant, auch um da ein bisschen meine Wissenslücken und so weiter zu schließen. Ja, danke für die Einladung und sehr gerne. Und wir freuen uns natürlich immer alle vom Biber Magazin noch weiter, jenen das Magazin nah und ans Herz zu legen, die es noch nicht kennen. Vielleicht gibt es ja da ein paar, vielleicht bin ich nicht die Einzige, aber ich möchte mit dir gerne auch dann, also dass du das Magazin vorstellst, aber auch ein bisschen darüber hinaus, was die Hintergründe sind. Jetzt denke ich mir, nachdem ich ja quasi schlecht vorbereitet bin und noch viel zu wenig über euch weiß, könntest du bitte vorstellen, was ist denn das Biber und was wollt ihr damit bewirken? Ja, also das Biber Magazin ist erstmals ein Printmagazin, das 2006 gegründet worden ist, damals von Simon Krawagner, der auch jetzt noch der Herausgeber ist, und aus der Intention heraus, eine Zielgruppe anzusprechen, die bis dato eigentlich im deutschsprachigen Raum noch gar nicht so in der Form angesprochen wird. Nämlich jene migrantische, junge Community, die ihre Wurzeln vielleicht am Balkan hat oder in der Türkei oder inzwischen natürlich auch im arabischen Raum, aber die ja doch eigentlich hier in Österreich, in Wien vor allem, zu Hause ist und die einfach ein anderes Lebensgefühl haben als das, das sonst immer nach außen dargestellt wird und in Medien vorkommt und die einfach andere Geschichten zu erzählen haben. Und genau diese Geschichten erzählen wir und das schon seit 2006, als das erste Biber-Magazin erschienen ist. Und seither haben wir uns wahnsinnig entwickelt. Also wir sind natürlich nicht mehr nur im Print, wir sind online, wir sind im Social Media. Wir machen darüber hinaus eine eigene Journalismusakademie, die Biber-Akademie. Wir sind dafür bekannt, dass wir sehr im Austausch sind mit Schülern und Schülerinnen in Wien, wo wir das sogenannte Newcomer-Projekt leiten, das letztes Jahr auch, Medienfurore erhalten hat und auch einen großen Preis bekommen hat, weil wir eben mit Brennpunktschülern, sagen wir mal jetzt so, um es platt zu sagen, zusammenarbeiten und hier einfach jenen eine Stimme schenken, über die normalerweise geredet wird. Und das ist auch der Kern von Biber Magazin, dass wir sagen, wir machen Journalismus von innen. Also hier wird nicht über Migranten geredet, sondern sie schreiben selbst. Da sind wir ja schon an einem ganz, ganz spannenden Punkt. So spricht man über jemanden oder lässt man diese Jemande selbst sprechen? Und ich glaube, das ist so auch ein bisschen der Kern der Diskussion, die ich heute gern führen möchte. Du hast jetzt schon ganz viel spannende Dinge erzählt, wo man über jeden einzelnen Aspekt wahrscheinlich ewig lang sprechen könnte. Was bei mir mal als erstes geklickt hat, war so dieses andere Lebensgefühl. Und ich würde dich bitten, darüber das noch ein bisschen auszuführen. Kann man das irgendwie in eine Form fassen oder was macht dieses andere Lebensgefühl aus? Ja, also das andere Lebensgefühl ist sicherlich stark von der Frage der Identität geprägt.
Also das merken wir einfach und das merke ich, die jetzt auch schon ziemlich lange bei Biber dabei ist, dass eigentlich jedes Mal, wenn wir neue Journalistinnen, Stipendiaten, Praktikanten bei uns haben, dass sie erstmal darüber schreiben, wer sie sind und wie sie sich zugehörig fühlen. Mhm. Weil das einfach gerade für jene, die Migranten sind, ein sehr großes Thema ist. Und da gibt es natürlich dann auch die unterschiedlichen Ausprägungen. Also das ist ja gerade so, dass man sehr schwer, auch wenn wir so das Migrationsmagazin sind oder das Migrantinnenmagazin sind, kann man nicht sagen, das ist jetzt die Migrantenmeinung oder die Stimme, weil die sind natürlich alle sehr heterogen. Und um vielleicht Beispiele zu nennen, ja, also es ist ganz, für viele ist die Zweisprachigkeit ein Thema, ja, ob es jetzt darum geht, dass man sich vielleicht als Kind sogar für seine Eltern geschämt hat, dass die nicht perfekt Deutsch gesprochen haben. Ich meine, das ist ja zum Beispiel die Zweisprachigkeit, ist ja etwas Klassisches, ja, wo sich die Jugendlichen zum Teil schämen, ja, dass sie quasi türkisch oder serbokroatisch, weil es halt eben nicht französisch oder italienisch etc. ist, ja, und gar nicht wissen, hey, ihr könnt was, ja, ja ihr ja. seid reicher als ja. eigentlich jene, die nur eine Sprache können. Also ist es etwas, was man nach vorne zeigen sollte, ja, es ist eigentlich toll, dass ihr beide, es ist genau, ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben, weil ich so ein kleines Forschungsprojekt über die zweite Generation gemacht habe. Und das ist eigentlich etwas Tolles, ist Migrant zu sein. Das muss man nur auch innerlich fühlen, weil man immer so beschrieben wird, man ist zerrissen, man ist zwischen den Stühlen, ne, auch im Fachjargon. Ja? Mhm. Aber dass sie eigentlich auch auf zwei Stühlen sitzen können, dass sie in zwei Welten unterwegs sein können, ja, dass sie vielleicht nicht immer ganz irgendwo sind, aber dafür Teil von mehreren Sachen und das auch jonglieren können, frei und manchmal auch widersprüchlich. Das ist ja etwas Tolles, ja. aber es muss anderes bewertet werden. Ja. Du auch in einer fremden Sprache zu arbeiten oder zu studieren oder zur Schule zu gehen oder so, ja, finde ich was ganz, ganz Tolles. Ne? Man denkt, das ist nicht so einfach, ja. Und das auch machen zu können, also auf das auch zu schauen. Also bitte, die Person arbeitet in einer fremden Sprache, lebt in einer fremden Sprache und bewerkstelligt das. Also ich finde das ganz, ganz toll. Oder ob es darum geht, dass man, wo darf man sozusagen seine Muttersprache sprechen, wo nicht? Wie steht man überhaupt zu seiner Heimatsprache? Muttersprache, Heimatsprache, die meisten sprechen ja. Beide Sprachen fließend ausgezeichnet, muttersprachlich. Und das ist zum Beispiel ein Thema. Aber auch, wir haben Ivanas Welt, das ist eine sehr bekannte Kolumne von der Ivana Zuzuikic, die schreibt zum Beispiel, dass sie immer die Frau Magistrat für ihre Familie ist, ja, weil sie immer jene gewesen ist, die alle Amtserledigungen, alle Papiere, die ganze Bürokratie für ihre Familie übernommen hat. Und das teilen sehr, sehr, sehr viele, weil halt doch einfach natürlich gerade so die Migranten, die wir ansprechen, das sind jetzt nicht jene englischsprachigen oder französischsprachigen, die irgendwie aufs Lycée gehen, sondern doch meistens die irgendwie vielleicht aus, also Gastarbeiterfamilien stammen oder damals mit unter des Jugoslawienkriegs geflüchtet sind, also die selbst Fluchtbiografie besitzen und die es zum Beispiel kennen, dass sie früher immer mit ihrer Mama mit Putzen gegangen sind. Und das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, plus natürlich, dass sie alle dieses Gefühl kennen von Rassismus, von Diskriminierung, schon immer in der Schule, immer herausgepickt zu werden und wie man damit umgeht. Und ich glaube, ja, das sind halt dann doch die Sachen, die bei Biber etwas schaffen, was wir oft so das Zuhause nennen. Ja, oder viele fühlen sich bei Biber einfach wohl und ein bisschen familiär und daheim, weil sie in ihrem Anderssein plötzlich gleich sind. Dieses Anderssein, die
Identität, die sich vielleicht auch anders definiert, und du hast das schon so schön herausgearbeitet, was eigentlich die gemeinsame Klammer ist über den Migrationshintergrund, weil es da natürlich auch ganz viel an Unterschiedlichkeit und an Heterogenität gibt. Was mich interessieren würde, ist jetzt auch in diesem Unterschied, wird über jemanden gesprochen oder spricht jemand selber? Ja? Wo ich mir oft schwer tue, ist diese Brücke zwischen dem Unterschied und dem Verbindenden, dem Gemeinsamen zu machen. Das heißt, ich habe oft den Eindruck, dass zum Beispiel die Frage, wo kommst du her, nicht sehr willkommen ist. Und mir würde die helfen, ein umfassenderes Bild zu bekommen über die Identität von jemandem. Ja. Jetzt kann ich aber natürlich auch akzeptieren, wenn die Frage nicht wahnsinnig erwünscht ist. Aber für mich ist auch so die Suche nach dem, was ist da ein guter Weg, ja, der den Unterschieden, auch dieser unterschiedlichen Identität gerecht wird und aber auch die Brücke zu dem, es gibt vermutlich mehr, das uns verbindet, als uns trennt, herstellt. Ja, also das wird natürlich auch unterschiedlich gesehen. Also ich zum Beispiel habe weniger ein Problem mit der Frage. Ich kenne ganz viele, die diese Frage ablehnen, sich davon diskriminiert fühlen. Also ich glaube, das ist einerseits ein Zeichen unserer Zeit, dass es einfach wir jetzt in einer sehr, sehr politisch korrekten, sehr bemüht politisch korrekten, sehr sensiblen Zeit leben, wo einfach jene, die ewig immer diskriminiert wurden, plötzlich ihre eigenen Regeln aufstellen und ihre eigenen Grenzen und vielleicht natürlich sie auch manchmal stärker machen. Mhm. Ja, also ist vielleicht auch erstmal eine natürliche Reaktion. Ich sehe das so mit der Frage, ja, woher kommst du, kann ich verstehen, dass man sie mir stellt, ja, weil ich bin aus Deutschland, ich fühle mich immer deutsch, aber dass ich jetzt nicht ganz prototypisch deutsch aussehe, kann ich irgendwie schon nachvollziehen und wenn man mich dann fragt, woher ich komme, habe ich es bisher meistens nicht als Ausschluss, sondern als Interesse empfunden. Aber es kommt auch drauf an. Also in Deutschland habe ich es so empfunden. Man muss schon sagen, finde ich, dass in Österreich diese Frage sehr, sehr schnell gestellt wird. Also sie wird nicht als fünftes oder sechstes, wenn man mal schon im Gespräch ist und wenn man über Gott und die Welt geredet hat, sondern sie wird als ziemlich erstes gestellt, weil man denjenigen direkt von Anfang an in diese Richtung einordnen möchte. Es ist sozusagen, und da nimmt natürlich der Fragende eine gewisse Hoheit an, um zu sagen, aha, ich sehe dich irgendwie als nicht zugehörig oder nicht einordnenbar. Und das kann ich schon verstehen, wenn es vielleicht die Art und Weise ist. Ja, also ich glaube, da geht es viel so um Zwischentöne, Zwischenbereiche. Und was definitiv nicht in Ordnung ist, und das sehe ich auch so, sagt jetzt zum Beispiel, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich komme aus Deutschland, und du sagst dann, ja, aber ich meine, woher kommst du wirklich? Okay. Ja, das ist, glaube ich, das, was dann nicht in Ordnung ist oder wäre, weil es die Antwort nicht hinnimmt, also es hinterfragt nochmal. Ja, ja, ja. Und ich, ja, also genau, und ich glaube, da gibt es halt verschiedene Empfindungen, ja, verschiedene Personen. Ich muss aber auch sagen, lustigerweise, weil natürlich in dieser ganzen Bubble, und ich weiß ganz genau, dass gerade die jungen Frauen und jungen Männer da sehr oft sehr empört sind und dass diese Frage ja bloß nicht gestellt werden soll. Ich sehe es auch ein bisschen so, naja, aber wer stellt denn die Frage? Ganz viele Migranten stellen mir selbst die Frage. Also wenn ich über den Brunnenmarkt gehe, dann will auch jeder syrische oder türkische Standler von mir wissen, bist du eine von uns oder nicht? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dir damit ein bisschen helfen kann. Ja, so sehe ich das. Ja, es hilft mir auf jeden Fall, weil es auch einmal eine Meinung ist von jemandem, der darüber viel qualifizierter sprechen kann, ja, und weil es mir hilft, so quasi aus dem eigenen Kopf rauszukommen
Und es geht ja nicht nur um mich, sondern auch um die, die sich das dann anschauen und zuhören. Also vielen Dank einmal dafür. Um zurückzukommen zum Biber, zu eurem Magazin. Wenn ich es so richtig verstanden habe, geht es euch ja um mehrere Dinge. Ja, es ist auf der einen Seite diese Heimat quasi schaffen für all die, die Migrationshintergrund als Klammer haben. Und auf der anderen Seite, so wie ich es verstanden habe, aber durchaus auch darum zu zeigen, ja, aber wir leben alle hier und da gibt es auch viel, was uns quasi hier einbindet. Wir leben unser Leben hier. Das heißt auch, nicht nur diesen Unterschied klar zu machen, sondern auch Normalität aufzuzeigen, oder? Also Normalität im Sinn von, ja. Ja, natürlich. Also ich meine, es geht jetzt, ich weiß jetzt nicht im Sinne von Intention, was wir jetzt den anderen signalisieren wollen, aber wir wollen ja auch den Journalismus verändern. Ja, und einfach etwas, was immer ausgeklammert worden ist, quasi, das kommt nicht vor, das stellen wir einfach dar. Ich meine, wir machen Politik, wir machen Wirtschaftsthemen, Karrierethemen, Rambazamba, Lifestyle, Liebe etc., aber einfach mit einer anderen Perspektive, eine Perspektive, die im bisherigen Journalismus fehlt. Ja. Und dass diese Perspektive fehlt, merkt man ja, wie sich seit der Biber-Gründung auch der Journalismus verändert hat. Ja, also gerade inzwischen sind wir ja sogar schon so, ich glaube, dass zuletzt letztes Jahr die Stern-Chefredakteurin dezidiert aufgerufen hat, dass sich bitte doch Menschen mit Rassismus- und Diskriminierungserfahrung bewerben sollen. Ja? Weil man muss ja auch irgendwie sehen, wie spiegelt der Journalismus, den man macht, die Bevölkerung wieder, also die Adressaten wieder. Und wenn man da irgendwie immer dran vorbeischreibt, plus auch nicht jene einstellt, also deswegen machen wir ja auch die Akademie, also man muss ja auch die Journalisten in die Medienhäuser holen und einstellen, die auch diesen Zugang haben, ja, und die eben auf Augenhöhe schreiben, berichten können, die selbst einfach einen Erfahrungswert haben. Und so wollen wir natürlich auch sozusagen das höhere Ziel da etwas verändern. Weil der Journalismus natürlich die allgemeine Wahrnehmung prägt. Wir machen natürlich das Biber-Magazin. Das Biber-Magazin wird vor allem von Migranten, von der Zielgruppe gelesen, aber natürlich auch darüber hinaus. Mhm. Das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema, die Art von Journalismus aus vielerlei Hinsicht. Auf der einen Seite das Thema, das du gerade angesprochen hast, also wer schreibt, wer berichtet. Und auf der anderen Seite auch die Qualität des Journalismus. Die Mutmacherei wendet sich immer wieder an Medienschaffende mit dem Wunsch, mit dem Bedürfnis nach konstruktiverem und lösungsorientierterem Journalismus. Und da geht es ja auch darum, welche Fragen werden überhaupt gestellt. Ja. Das heißt, gehen die Fragen und die Intention in eine Richtung, zwar Probleme anzusprechen und aufzuzeigen, aber auch zu suchen, wo sind Lösungen, wo sind Lösungsansätze, wo sind Auswege, wo wird konstruktiv damit umgegangen, was einen Unterschied macht, so bin ich jetzt nur auf die Emotion oder die Sensation aus oder nur um ein Problem zu kreisen. Ist das für euch auch Teil eurer Philosophie oder gibt so quasi diesen Qualitätsaspekt, und mit Qualität meine ich jetzt eine Färbung, ja, gibt es das bei euch auch? Entschuldigung, welche Qualität meinst du wie? Qualität meine ich jetzt nicht mit gut oder schlecht, sondern Qualität meine ich eine Färbung, die mehr in Richtung Problemsicht oder mehr in Richtung Lösungssicht geht. Ja, würde ich jetzt nicht an erste Stelle stellen, ja, weil wir da doch einfach einen Journalismus verfolgen, der ein bisschen über die andere Schiene geht. Also wir sind als junges Magazin, der junge Journalismus lebt von persönlichem Journalismus. Ja. Also wir haben schon immer aus der Ich-Perspektive geschrieben. Inzwischen ist es in, ja, und Trend, und man findet es in der Süddeutschen Zeitung, dass ganz normal Redakteure in der Ich-Perspektive ihre Geschichten darstellen. Aber das hat Biber schon immer gemacht. Also bei uns geht es, glaube ich, darum, um sich repräsentiert zu fühlen. Ja? Einfach
in der eigenen Geschichte, in der eigenen Welt und es endlich das auch mal geschildert wird. Und natürlich im zweiten Schritt ist es dann ein, natürlich gibt es dann auch Meinungen und Kommentare, wie etwas besser gelöst werden sollte, könnte etc. von politischer Seite. Aber im Vordergrund steht doch eigentlich immer bei Biber die persönliche Geschichte, die für etwas steht, ja. Okay. Ich würde dich bitten, noch ein bisschen mehr über eure Akademie zu erzählen und was ihr da genauer macht, wie ihr da vorgeht, wer sich da angesprochen fühlen kann, weil das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema. Ja, also die Akademie richtet sich eben an, ich glaube, so Anfang 20-Jährige, eben mit Migrationshintergrund. Ich meine, wir sind da nicht ganz streng, ja. Ab und zu sind auch welche dabei, die keinen mitbringen, aber die müssen sich dann besonders beweisen. Und das ist so, wenn man aufgenommen wurde, also man bewirbt sich, man muss einen Bewerbungsprozess durchmachen, man muss irgendwie zeigen, okay, man kann hat gute Geschichten im Kopf und ein Interesse irgendwie an der Welt und will darüber schreiben. Und wir sind halt ein Schreibmedium. Dann wird man hoffentlich aufgenommen und ist in einer Klasse. Das sind meistens 2 bis 3 Praktikanten oder Stipendiaten, wie wir sagen, sind zusammen in einer Klasse. Und die werden wirklich in die Redaktion integriert, sagen wir mal, wenn kein Corona ist. Jetzt ist natürlich alles schwieriger. Aber im Idealweltfall ohne Pandemie sind die immer Teil des Redaktionsalltags. Also sie gehen von Anfang an mit auf Pressekonferenzen, sie machen von Anfang an bei den Redaktionssitzungen mit und schreiben eigene Stories, also wirklich jetzt auch Covergeschichten. Zuletzt hatten wir tolle Geschichten aus der Akademie, ob es eben darum geht, ja, wir Kinder aus dem Gemeindebau zum Beispiel. Oder wie das ist, wenn man 2. Generation ist von Mama oder Papa, die putzen gegangen sind. Ja, so. Und das sind halt, das sind tolle Geschichten, die aus der Akademie kommen und die bei Biber, weil wir eine sehr flache Hierarchie haben, auch immer Coverpotenzial haben können. Und man ist dann 2 Monate bei Biber, Vollzeit, 40 Stunden, man wird gut bezahlt. Weil wir eben sagen, okay, das sind eben nicht die kinderreicher Eltern, wo die Eltern das alles schön finanzieren können, sondern die müssen sich meist selbst finanzieren. Deswegen wird auch ein Gehalt gezahlt. Und das ist eben nicht, das ist ja gar nicht selbstverständlich, wenn es um Journalismusausbildung geht. Und dann machen wir noch einen nächsten Schritt und wir sagen so, wenn du jetzt echt super warst, dann helfen wir dir, dich in ein anderes Medienunternehmen als Praktikantin unterzubringen. Und wir geben auch einen Anreiz. Wir sagen nämlich, 1 Monat lang übernimmt Biber die Kosten. Wow. So. Das heißt, das Medienunternehmen hat ein Interesse. Ja, das ist praktisch so. Muss erstmal jetzt da nicht viel investieren. Und dann liegt es natürlich an dem Bewerber oder an der Bewerberin selbst. Also wir sagen, wir legen dir das Sprungbrett, springen musst du selbst. Aber dass das bisher aufgegangen ist, zeigt sich allein, wen wir jetzt schon alles in die Medienlandschaft gebracht haben. Also ich meine, das sind wirklich, wirklich große Namen. Also, und ich rede jetzt nicht nur von Melissa Erkurt, ja, also wirklich, ob es bei der Kronenzeitung ist, die Maida Dedagic, ob es in der Heute ist, die Amra Duric, ob bei den Salzburger Nachrichten, ja, also wir haben wirklich, ob es von ORF bis also, ja, Qualität bis Boulevard, haben wir unsere Leute. Heute hat eine Biber-Stipendiatin die Morgenpost, den Newsletter des Profils versendet mit ihrem Foto. Ja, das bin ich total stolz. Ja, ja. Das ist echt, wir ziehen die Leute rein. Inzwischen haben wir Anfragen von deutschen großen Medienunternehmen, die sagen, hey, können wir mit euch, mit der Akademie kooperieren? Es bewerben sich deutsche, junge Leute, die sagen, hey, in Deutschland gibt es sowas nicht und ziehen dann für 2 Monate nach Wien extra dafür. Schön, das ist toll. Genau. Also die Akademie ist wirklich ein Empowerment-Projekt, das im deutschsprachigen Raum in der Form einzigartig ist. Wie lange ist die Akademie?
Ja, also die gibt's, ich bin auch selbst durch die Akademie gegangen, die gibt es seit 2011. Und es sind aber nicht nur, dass wir sie in den Journalismus bringen, wir sagen, okay, auch im also Kommunikationsbereich, zum Beispiel im Bundeskanzleramt, ja, ist die Social-Media-Leiterin aus der Biber-Akademie, eine Pressesprecherin bei Siemens ist aus der Biber-Akademie. Also wow. Es ist sozusagen auch in den anderen Bereichen. Ja. Und da legen wir halt eine Brücke, weil wir sagen, okay, sonst würden diejenigen sich vielleicht erstens, vielleicht würden sie sich gar nicht denken, ich könnte Journalist werden. Dann würden sie sich vielleicht denken, ich weiß gar nicht, wie ich mich bewerben soll. Und selbst wenn sie vielleicht sogar das alles schaffen und aufgenommen werden, manche sagen auch, sie fühlen sich einfach nicht wohl. Ja, sie fühlen sich in einer Redaktion, die überhaupt noch nicht divers ist, gar nicht wohl. Sie fühlen sich zu anders. Da ist es natürlich wichtig. Also die Redaktionen müssen ja diverser werden. Ja, jetzt wird halt der Ruf nach diverserem Journalismus laut. Aber natürlich muss gleichzeitig, und das passiert nur, wenn auch die Redaktionen divers werden. Ja, ja. Du hast vorher auch angesprochen, dass ihr für eine gewisse Zeit dann eben dieses Praktikum finanziert und so weiter. Das hat mich auf das Thema Geld gebracht. Wenn ich das recht sehe, wird das Biber ja kostenlos verteilt, oder? Ja. Das heißt, wie finanziert ihr euch denn? Über Inserate. Über Inserate ausschließlich. Genau. Ist das eine besondere Preis? Ja, also soweit mir bekannt ist, ich bin da ja nicht aus der Branche, aber soweit mir bekannt ist, ist es ja überhaupt nicht einfach, in Zeiten wie diesen Printmagazine zu finanzieren, sogar die verkauft werden, ja, und so weiter. Wir sind leider bisher, sage ich mal, bisher ja nie berechtigt gewesen für eine staatliche Grundmedienförderung. Woran liegt das? Das hat ganz viele komplizierte verschiedene Gründe. Das liegt dann daran, ob man kostenlos ist, ob man Tagesmedium ist oder nicht, wie oft man. Also es gibt einfach sozusagen einen Kriterienkatalog, der genau passen. Bisher sind wir da leider immer durchgerutscht. Es gab auch immer wieder Anstrengungen, das zu ändern. Und ich drücke jetzt mal die Daumen, dass es vielleicht klappen könnte. Ja. Ansonsten haben wir uns über Inserate finanziert. Und genau wie du sagst, es ist natürlich eine besondere Anstrengung und auch eine besondere Leistung. Man muss aber auch sehen, dass dann hier eigentlich schon die Kunden oder die Unternehmen, die bei uns ihre Anzeigen platzieren, schon weit sind, weil sie natürlich sehen, hey, wir verlieren ja sonst eine Zielgruppe, die wir gar nicht ansprechen. Und da können wir, und da stehen wir natürlich auch dafür, ja, also dass wir ein gewisses Publikum erreichen, das sonst, also welches Medium erreicht das sonst, ja, junge Migranten, wüsste ich jetzt nicht. Und das ist natürlich schon etwas, wo wir uns auch freuen über lange Partnerschaften, die das begriffen haben. Habt ihr da auch Partnerschaften, die langfristig sind? Das heißt, Inserenten, die immer wieder kommen? Ja, ganz. Ja. Und auch sehr, ja. Du hast vorher auch den Alltag in der Redaktion angesprochen, dass die Leute, die Akademie besuchen, Teil des Redaktionsalltags sind und so weiter. Wie schaut denn der Alltag aus? Wie viele seid ihr in der Redaktion oder überhaupt beim Biber? Was schätzt du, wie viele wir sind? Ich habe keine Ahnung. Ja. Wir sind ein kleines Team. Also wir sind wirklich Kernredaktion sind wir vielleicht 4. Ja. Dann kommt natürlich noch Grafik, Marketing etc., Verkauf und so dazu. Aber so ungefähr insgesamt sind wir so 7, 8 ja, im festen Team. Und dann kommt natürlich die Biber-Akademie dazu. Und wir pflegen seit langem natürlich auch die Beziehungen zu unseren Alumni, sag ich mal. Ja, also
zu jenen, die mal durch die Akademie gegangen sind, die irgendwie jetzt zur Family gehören und haben da halt auch gute Beziehungen, wenn es um mal Geschichten geht oder so. Der Alltag ist immer unterschiedlich. Der große Fixpunkt ist natürlich die Redaktionssitzung, die ist immer montags morgens. Und danach hat meistens irgendwie jeder ganz viel zu tun. Also ob es jetzt irgendwie darum geht, das Heft fertig zu machen, ob wir Schlussproduktion haben oder ob es darum geht, Projekte zu machen, ob ein Kollege leitet natürlich die Akademie, andere macht ein anderes Projekt. Also wir haben ja quasi neben dem Grundjournalismus eben noch, ob es die Akademie ist, das Newcomer-Projekt, ob wir jetzt ein Projekt haben, wo wir in die Schulen gegangen sind und mit Schülerinnen und Schülern Selbstverteidigung gemacht haben und das begleitet haben auf Social Media. Also da gibt es irgendwie immer was zu tun. Und die Leute, die für euch schreiben, sind die jetzt alle aus diesem kleinen Kernteam und der Akademie oder gibt es da auch ein größeres Netzwerk an, also du hast schon die Alumnis angesprochen und schreiben andere Leute auch noch für euch? Ja, also ich meine, die Alumnis sind eh schon viele. Okay. Seit 2011 machen wir das, also das ist eh schon ein größeres Netzwerk. Mhm. Und ab und zu schreiben natürlich auch mal ganz, sag ich mal, fremde Autoren und Autorinnen, aber das ist dann wirklich nach Bedarf. Mhm. Im Grunde genommen ist es schon die Kernredaktion oder eben die gerade mit uns eng sind, die Akademie, die für Biber schreibt. Mhm. Okay. Ein ganz, ganz spannendes Thema finde ich ja auch so euren Zugang zu den Schulen. Du hast auch schon erwähnt, Brennpunktschulen und so weiter. Kannst du da noch ein bisschen erzählen, was macht ihr da genauer? Selbstverteidigung in Schulen ist ja auch ein spannendes Schlagwort. Wie können wir uns denn das genauer vorstellen? Ja, also das sind zwei verschiedene Projekte. Einmal gibt es eben das Newcomer-Projekt, das jetzt natürlich durch Corona gelitten hat, das vor Corona aber so ausgesehen hat, dass Biber-Redakteure eine Projektwoche in einer Schulklasse abgehalten haben. Also das wurde dann mit der Lehrerin oder dem Lehrer abgestimmt und gesagt, okay, diese Woche ist die Biber-Projektwoche. Da haben wir also wirklich eher Brennpunktschulen angefragt, um halt eben solche Schüler auch zu erreichen, die normalerweise, ja, über die normalerweise nur geredet wird, aber die selten selbst zu Wort kommen. Und das läuft dann so ab, dann sind wir 5 Tage in dieser Klasse und machen vordergründig Journalismus-Workshops. Ja, also wir zeigen halt so ein bisschen, wie schreibt man einen Blog, wie macht man einen guten Titel. Wir halten Foto-Workshops, Video-Workshops. Da geht es, was sind Fake News? Also es ist so ein bisschen so ein Grundworkshop, das journalistische Rüstzeug sozusagen einfach mal kurz zum Schnuppern kennenlernen. Das ist so vordergründig und das macht denen auch total viel Spaß. Ne? Das ist mal ein bisschen was anderes. Eigentlich geht es uns darum, dass wir uns mit den Schülern und Schülern austauschen, ja? Dass wir mit ihnen mal reden, dass sie Platz bekommen, um eben über Rassismus, um ihre Identität zu reden, um all das, was sonst vielleicht nie Platz im Klassenzimmer hat, miteinander mal zu diskutieren oder halt auch Sexismus, ja, im Klassenzimmer gibt es ja alles. Und dann noch dieses Gefühl, dass sie jetzt selber etwas schreiben können und dürfen und das dann noch von anderen gelesen wird, das schafft Selbstbewusstsein, ja, das ermutigt. Also das ist, ich bin jetzt selbst nicht oft in den Klassen gewesen, das machen meistens Kollegen. Aber ich war immer wir haben dann so Zeugnisverleihungen gemacht, einmal im Jahr, wo dann diese Schüler gekommen sind und die haben natürlich alle ein gutes Zeugnis bekommen. Und da hat man einfach gemerkt, wie euphorisch und dankbar sie waren, dass sich jemand für sie interessiert und dass sich jemand wirklich dafür interessiert, was sie schreiben. Und das kann wirklich, das sind ja ganz unterschiedliche Themen, ja. Also ich meine, da kann jemand schreiben, wie das ist, wenn der Papa im Gefängnis ist und man den besuchen muss. Oder wie das ist, wenn man geflüchtet ist, zu Fuß
einmal quer über den Kontinent. Oder wie das ist, wenn man in Corona die Eltern bitten muss, dass die bitte nicht so laut Fernsehen schauen, weil man sich nicht konzentrieren kann und kein eigenes Zimmer hat. Oder es gibt natürlich auch so Blogs, die viral gegangen sind, dass sogar die Bild-Zeitung in Deutschland darüber berichtet hat, weil der Ali darüber geschrieben hat, wie sehr er Döner liebt. Und das in einer so einzigartigen Art und Weise, dass das halt einfach ein Internet-Hit geworden ist. Also ja, es ist die komplette Bande drin. An welche Altersgruppen wendet ihr euch da vorwiegend? Die sind meistens so, sag ich mal, so 13 bis 16. Okay. Ich glaube, du hast vorher erwähnt, und die habe ich auch schon gehört von verschiedenen Seiten, ihr habt ja in der letzten Zeit mehr als einen Preis gewonnen. Ich glaube, da ist es auch um diese Journalismus-Sache gegangen, oder? Genau, also das Newcomer-Projekt, das ist ausgezeichnet worden im Rahmen der PULS 4 Bildungsmillionen von der Mega-Bildungsstiftung. Und das war halt Wahnsinn und ein Riesen-Impact, natürlich auch eine tolle Würdigung für etwas, was wir schon so lange machen. Also vieles, das ist ja meistens so, macht man schon ziemlich lange so vor sich her und keiner kriegt es mit. Und irgendwann sind dann alle so, oh wow. Ja, wir haben auch eher auch für das gleiche Projekt die Austria, also die von der Presse gewonnen, eben für auch im Rahmen der, das war humanitär, also ja, auch im Bereich des Bildungsprojektes. Und das hat uns auch sehr gefreut, weil es eben auch eine monetäre Unterstützung ist. Wunderbar. Das entspannt ein bisschen auf der Inseratenseite dann, nicht? Oder gibt neue Möglichkeiten, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass ihr wahrscheinlich mehr Ideen habt, was ihr tun könntet, als ihr umsetzen könnt. Ne? Ja, obwohl das jetzt noch nicht mal, es ist wirklich einfach auch eine Ressource, ja, also natürlich, es ist immer eine Ressourcenfrage. Und ich muss ja auch sagen, also es ist jetzt, wir stehen auch gut da, ja, also Biebe freut sich auch, dass wir jetzt schon seit so langer Zeit irgendwie einfach guten Journalismus, Community-Journalismus machen können. Und es wird auch gesehen und gewürdigt und auch von Kundenseite gesehen. Lass mich mal kurz dich fragen, welche Fragen habe ich bis jetzt nicht gestellt, die du aber gern behandeln würdest oder wo du dir denkst, hey, das möchte ich endlich erzählen oder so. Ich meine, wir haben jetzt schon sehr viel über die Akademie gesprochen, das Newcomer-Projekt. Wir können natürlich noch ein bisschen über das, wie soll ich sagen, ich glaube, es ist gerade auch, was ich halt spannend finde, ist es auch, dass Biber für junge Frauen sehr wichtig ist. Ja? Also da merken wir gerade, je mehr Social Media ja auch genützt wird und wie man ja sieht, hat gerade dieser Feminismus, der im Social Media sehr stark präsent ist, ja viel bewirkt und gerade für unsere Community, also das merkt man schon, dass da sehr, sehr viel passiert. Also jetzt ist es ja auch so, dass junge Frauen zunehmend sich selbst als Aktivistinnen bezeichnen. Die sehr politisch sind. Und ich finde es sehr spannend zu beobachten, jetzt so ich bin ja jetzt schon ein paar Generationen drüber, und finde es sehr spannend zu beobachten, was da passiert und auch welchen Impact wir jetzt vom Biber haben. Also welche Geschichten wirklich interessieren und dann auch aufgegriffen werden. Wir haben zuletzt ein Empowerment-Special gemacht, wo es um das Thema Selbstbestimmung geht. Und ich hätte gar nicht so gedacht, dass es so auf so großes Interesse bei 19-Jährigen trifft. Ja, das Thema Selbstbestimmung hat für mich erstmal so ein bisschen trocken geklungen. Aber ein Rieseninteresse. Da haben wir auch ein tolles Cover gemacht. Das kann ich vielleicht gleich mal holen. Und dass dann solche Themen, die glaube ich, für viele einfach immer noch so, wo man denkt, es ist doch selbstverständlich, dass die gar nicht selbstverständlich sind. Und welche große Bedeutung das gerade für junge Frauen hat, dass Biber eben diesen Themen Platz gibt. Also ob das zum Beispiel, ich nenne einfach Beispiele, ob das ist, dass man
keine Tampons verwenden darf. Ja, und die Mutter das kontrolliert. Mhm. Ja? Mhm. Okay. Oder ob das darum geht, dass man von klein auf immer sozusagen diese, das klingt dann vielleicht erstmal banal, ja, aber so klein auf immer für die Bewirtung zuständig war, immer in der Küche zuständig war, immer sozusagen zu einer kleinen Hausfrau herangezogen wurde und der Bruder das nicht machen musste. Ob es darum geht, dass man einfach sozusagen weil man eine Frau ist, als junges Mädchen, viel mehr auf den Ruf der ganzen Familie achten muss. Mhm. Und das sind alles solche Themen, die eigentlich immer da waren, ja, und einerseits jetzt, glaube ich, so eine ganz große Kraft entwickelt sich da, und es ist sicherlich auch, weil Social Media so international ist, sich so vernetzt und weil dort die jungen Frauen sich auch immer mehr trauen, über Tabus zu sprechen. Und das war schon immer Kern von Bieber. Also Bieber hat immer schon Tabus angesprochen, ja, ob das Sex im Islam war oder Generation Haram oder ich weiß gar nicht, ja, was wir da alles angesprochen haben. Also alles Mögliche. Es ging immer so, um ein bisschen diese Tabus aufzudecken. Und das findet jetzt natürlich noch eine viel breitere Wirkung, oder wir können da noch viel stärker mitmachen. Mhm. Deswegen ist es natürlich auch so wichtig, jetzt digitale Projekte zu machen. Okay. Das heißt, ihr könnt diesen Themen, die teils tabu sind oder waren und teils einfach irgendwie so ein Dasein im Hintergrund geführt haben, auch irgendwie eine Plattform quasi bieten und so eine Art Verstärker sein und dann vielleicht auch mehr in die Tiefe gehen, als das auf Social Media möglich ist. Kann man das so sehen? Ja, und es hat dann, glaube ich, auch eine gesellschaftliche Wirkung. Mhm. Also ich glaube, das ist dann wirklich auch etwas für Medien, die das lesen. Ja. Und das ist auch etwas, was uns natürlich interessiert, da noch eine zweite Zielgruppe immer mehr zu erreichen. Nämlich jene, die nicht Deutsch sprechen. Also jetzt nicht die, normalerweise würde man ja sagen, die Zielgruppe von Bieber ist so die jungen Migranten, zweite, dritte Generation. Mhm. Die alle hier geboren wurden, die alle hier zur Schule gegangen sind. Ja, so, das ist die klassische Zielgruppe. Und es ist ja auch ganz toll damals vom ehemaligen, damals war er noch Staatssekretär Sebastian Kurz gewesen, dass er das endlich mal für alle getrennt hat. Das frisch geflüchtete Menschen und ewig schon da Lebende sehr verschieden sind. Das sind zwei verschiedene Gruppen und dass das nicht immer alles so in einen Topf geworfen wird. Inzwischen werfen wir wieder alle Migranten in einen Topf, wenn dann irgendwie gesprochen wird, ja, die Migranten sind schuld am Virus und so. Aber das sind ja zwei verschiedene Gruppen. Und jetzt wird es auch für uns immer spannender zu schauen, hey, wie können wir denn unseren Journalismus, der ja natürlich auch etwas, der für Selbstbestimmung steht, der für Entwicklung steht, der ganz stark für Empowerment gerade bei jungen Frauen steht, wie können wir den noch stärker an die Zielgruppe springen, die nicht Deutsch spricht. Ja, und da machen wir jetzt eben erste Versuche, dass wir sagen, okay, wir übersetzen unsere Texte ins Arabische, in Farsi, ins Türkische. Das haben wir jetzt beim letzten Empowerment-Special gemacht und das ist sicherlich auch ein interessanter Weg. Das ist super spannend. Veröffentlicht ihr dann online auch diese Texte? Also kann ich mir das so vorstellen, dass es jetzt viele eurer Artikel in verschiedenen Sprachen gibt? Oder wie organisiert? Ja, also das ist sicherlich noch nicht perfekt dargestellt, aber genau, es gibt jetzt eben 5 Artikel von uns, das haben wir jetzt gerade begonnen, in 5 verschiedenen, ich glaube, es gibt 3 Artikel in 5 verschiedenen Sprachen. So. Mhm. Also es beginnt gerade, es ist jetzt nicht jeden Artikel abrufbar, aber eben die letzte, diese Empowerment Special. Mhm. Revolution, wie junge Frauen aus den Communities ihre Selbstbestimmung erkämpfen, sehr spannend. Okay. Und da haben wir halt dann eben Artikel gemacht und diese Artikel, die haben wir jetzt auch in anderen Sprachen. Mhm. Und eben gerade in den Sprachen, wo wir sagen, das ist interessant, wenn das halt Frauen lesen, die eher jetzt frisch geflüchtet sind, ja, noch nicht so lange in Österreich leben. Ja. Du, und wer macht die Übersetzungen? Macht sie die im Redaktionsteam oder? Das beauftragen wir. Ah, okay. Okay. Also nicht aus dem Netzwerk, sondern ihr lasst das quasi. Ja, ich meine, ehrlich gesagt, da will ich sicher gehen, dass das auch passt. Ja, und
Das ist dann, glaube ich, schon ganz gut, wenn das jemand, wenn es einfach Übersetzer machen, die das professionell machen, weil nur wenn man zweisprachig ist, heißt das nicht, dass man das gleich alles auch kann. Also das sagen sie dann auch selber. Du, eine Frage, die ich natürlich immer stelle im Rahmen der Mutmacherei. Was macht dir Mut? Was mir Mut macht? Ja. Ich würde sagen, irgendwie habe ich so einen Grundmut in mir. Ich habe auch irgendwie so eine Lust am Mutigsein. Ja. Weil ich es einfach spannender finde. Interessanteres Leben mit Mut. Ja, aber man muss natürlich dann auch schauen, also es soll nicht leichtsinnig sein und da bin ich sicherlich bedachter, aber etwas zu wagen, etwas Neues auszuprobieren und und dann damit Erfolg zu haben. Also diese Aussicht, dass wenn man so ganz tief das Gefühl hat, das ist cool. Also die Idee ist gut. Es ist irgendwie was Gutes, was wir da machen wollen. Ich bin so, wenn man so selber fest davon überzeugt ist, dann macht mir das, dann gibt es für mich so einen ganz krassen Motor. Und dann natürlich, wenn der Erfolg dann noch kommt, dann macht das rückwirkend nochmal Mut, aber auch natürlich für weitere Projekte. Es ist sowas wie so eine. Ja, also ich glaube, wenn ich so ganz stark selbst mich überzeugt habe von einer Idee und dieses Wissen, ja, von, man spürt das ja, finde ich, glaube ich, ne, so, wenn man einfach spürt, das ist gut, das ist eine super Idee. Und dann da irgendwie dran zu arbeiten und ich mag es halt auch sehr gerne, in einem kleinen Team zu arbeiten, ich mag es sehr gerne, unterschiedliche Leute zu haben, wo man irgendwie mit der Zeit rausfindet, okay, der ist eher so der Typ, der braucht das, ja, und jener ist irgendwie so der Typ, der kann besonders gut das, was anderes, ja, und manche arbeiten halt nur gut auf den letzten Drücker und so, also so diese, die unterschiedlichen Qualitäten dann zusammenzuführen, das finde ich ist auch etwas sehr, sehr Bereicherndes, ja, und irgendwie auch, ja, macht Lust, ermutigt, weiterzumachen. Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, macht dir besonders Mut, wenn du von etwas überzeugt bist. Ja, also diese Kraft, die aus der inneren Überzeugung kommt. Und das, was du angesprochen hast im Team, ich denke mir, für das Erkennen, was die anderen brauchen, was sie gut können oder nicht, das ist ja auch eine Stärke. Ja? Also das überhaupt Empathie zu haben und so. Das heißt, du ziehst auch aus dieser speziellen Stärke von dir Mut. Empathisch sein zu können, die Bedürfnisse von anderen zu erkennen und auch erfüllen zu können, soweit, okay. Also ich bin sicherlich jetzt nicht so der Ego-Ellbogen, nur ich voran. Ich mag es schon sehr gerne, so auf die, auf alle zu schauen. Ja. Die Fragen verschwimmen manchmal ein bisschen ineinander, beziehungsweise die Antworten. Die nächste Frage wäre, wofür brauchst du Mut? Natürlich bin ich auch ganz oft verzagt und traue mich nicht. Ja, also ich glaube, das haben wir alle, gerade vielleicht in Bereichen, die uns sehr am Herzen liegen, die einen so persönlich betreffen. Und wenn man eben noch nicht, ich finde, man ist ja leichter sozusagen mutig für etwas, wenn ich jetzt sage, so für Biber das Unternehmen oder so, ja, oder wenn ich einfach weiß, für die Marke, für das Team, für jemand anderen oder für irgendwie ein Produkt, da fällt es mir irgendwie leicht, mutig zu sein. So, ne, so für. Aber wenn es natürlich einen selbst betrifft und vielleicht auch gerade im Schreiben oder immer wenn es etwas mit sozusagen diesem eigenen Ausdruck zu tun hat, und da bin ich sicherlich auch so ein bisschen so der Typ, also wenn ich etwas schreibe, dann ist es für mich auch oft wie ein Werk, ja, also es geht mir nicht nur um die Message und nicht nur um diesen Bericht, der raus muss, vielleicht jetzt nicht so ganz klassisch, was man von einem Journalisten denkt, aber für mich ist auch schon so, dass immer so ein Werk ist, es geht ja immer auch etwas raus, gerade wenn man auch sehr persönlich schreibt. Das heißt, und ich finde, wenn man in einer Welt, die sehr stark davon lebt, sich ständig im Drang zu stehen, ständig mitzukommunizieren, mit dabei zu sein, sich darzustellen,
immer online präsent zu sein und selbst vielleicht nicht der Typ ist, ja. Also, ja, da denke ich, da gibt es sicherlich sehr viele Bereiche, wo ich mir oft denke, so, ach ja, da brauchst du ein bisschen mehr Mut. Okay. Du, dann, liebe Delna, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für dieses spannende Gespräch. Es war schön, dich und damit auch das Biber zu Gast zu haben und ich wünsche euch alles, alles Gute. Dankeschön. Ja, dir auch noch einen schönen Tag. Danke für die Einladung und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ich mich auch. Ciao. Baba. Ciao.